Promi-Geflüster, heute wieder mit einer ganz neuen Ausgabe und wir sind auch schon mittendrin im August und bei uns sind jetzt mittlerweile Ferien. Viele haben jetzt den Urlaub auch schon hinter sich und wie es meinem heutigen Interviewgast geht, das wird er mir hoffentlich gleich verraten. Ich ahne aber schon einiges, denn man hat ja schon tolle Bilder gesehen auf Instagram. Ich sage erstmal Hallo und Grüezi in die Schweiz zu Sven Tangel. Grüße dich, Sven. Einen schönen guten Abend. Hallo Frank und hallo, liebe Zuseher. Genau, den Sven, wir kennen ihn ja noch von unserem kleinen EM-Geflüster. Da war er Vertreter für die Schweiz. Und ja, EM-Geflüster, naja gut, viele Worte müssen wir jetzt darüber wohl nicht mehr verlieren. Aber verdrängt. Genau, richtig. Die Musik steht vielmehr im Vordergrund, denn warum wir uns auch heute treffen und verabredet haben, du hast wieder auch eine ganz brandneue Single auf den Markt gebracht und die hat auch wieder was mit dem Sommer zu tun. Mia Bella heißt sie, glaub, gell? Genau, Mia Bella. Ein gewagtes Projekt eigentlich, das wir beim vorherigen Titel, Jaran Geroch, bei der M-Produktion im Studio haben wir uns den Song angehört und haben gedacht, was machen wir als nächstes? Und dann haben wir eigentlich durch einen Witz gesagt, hey, wir machen einen Latino. Und ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Latino, aber trotzdem mit dem Schlagerunterton und gemischt mit der steirischen. Und es war aber eine riesen Herausforderung für mich, weil ja, vom Beat her, das Ganze habe ich so noch nie geschrieben, aber ich fand es ein cooles Projekt. Und mir war es einfach wichtig, ein Lied zu schreiben, wo wir alle feiern können. Weil jetzt haben wir doch die Krise schon seit 1,5 Jahren. Und ich hatte jetzt am Wochenende den ersten Auftritt wieder und es tat so gut, endlich wieder mal vor Publikum auftreten zu dürfen. Und ja, da habe ich den Titel das erste Mal gespielt und es war so cool. Jeder hat mitgemacht, von klein, groß, dick, ob dünn. Und das war eigentlich auch der Sinn des Liedes, dass jeder mitmachen kann, jeder mitfeiern kann. Und es ist mir sehr gut gelungen und ich bin natürlich unendlich froh, dass er so gut ankommt. Und hoffe natürlich, dass es bald wieder mehrere Auftritte geben wird, wo wir diesen Titel spielen können. Ja, da drückt man natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Ich habe das Video schon oder zumindest den Anteaser schon mal gesehen und muss eigentlich sagen, klar, wie du schon sagst, es ist doch ein bisschen eine gewagtere Geschichte, denn das heißt eigentlich auch Volksmusik und Schlager, was du ja eigentlich so machst. Und das ist halt schon was ganz Modernes. Das Akkordeon oder beziehungsweise die Steirische findet da trotzdem Einfluss. Ja, auf jeden Fall, ja. Also wir wollten eigentlich was Neues machen, was wir so von mir noch nicht gekannt haben. Ich wollte aber, dass trotzdem das Grundgerüst in den Schlager reingeht und auch die Steirische, weil die Steirische gehört bei mir dazu. Bei jedem Lied ist die vertreten und es war mir wichtig, dass wenn wir sowas machen, dass auch diese Platz findet. Und ja, das ist mir, glaube ich, recht gut gelungen. Mhm. Modern, eine gute Mischung, aber mit Schlager und Steirisch. Sehr schön, so soll es doch sein. Und wenn es beim Publikum natürlich auch gut ankommt und ich denke mal für den Sommer, da passt so eine Nummer allemal mit Sicherheit, ganz genau. Ja. Du hast jetzt gerade erwähnt, letzte Woche oder quasi letzten Sonntag oder letztes Wochenende vielmehr, großen Auftritt, ersten Auftritt wieder gehabt und man muss natürlich sagen, das war jetzt Ende Juli, der 31. und der 1. August. Ich meine, ich kenne es noch. Ich war oft zu Gast an dem Datum in der Schweiz. Da ist Nationalfeiertag, gell? 1. August ist Nationalfeiertag, ja. Und so schlechtes Wetter wie gestern hatten wir seit 1997 nicht mehr. Das war der kälteste August seit damals. Also das Wetter war echt, ja, hatten wir schon Besseres, aber das eine oder andere Feuerwerk ging trotzdem in den Himmel. Sehr schön, so soll es doch sein. Ja, ich habe es ja jetzt gerade eingangs auch erwähnt, Urlaubszeit, Sommerzeit, Urlaubszeit. Einige haben den Urlaub noch vor sich, andere haben ihn schon hinter sich und so wie ich deine
Instagram-Posts gesehen habe, hast ihn du schon hinter dir sozusagen. Wo warst du denn dieses Jahr? Ich habe ihn leider Gottes auch schon wieder hinter mir. Ja, es ist viel zu schnell vergangen. Ich war 2 Wochen auf Mallorca. Hat richtig gut getan, mal wieder die Sonne zu genießen, weil hier hat es nur geregnet. Und ja, da hat es echt gut getan, mal wieder einfach nichts zu machen. Einfach mal am Strand zu liegen, die Sonne genießen. Wobei ich sagen muss, die Ruhe habe ich jetzt 1,5 Jahre genossen. Es war schön, aber jetzt kann es dann doch wieder mit Musik weitergehen. Ja, genau. Wenn ich jetzt gerade die Instagram-Fotos da nochmal so ganz kurz Revue passieren lasse, du bist da auch, glaube ich, mit ganz heißen Gefährten da unterwegs gewesen. Was waren das für eine Aktion? Ja, wir hatten eine Böcke-Tour. Wir wollten eigentlich wirklich gar nichts machen, also wirklich nur chillen. Aber ja, das eine oder andere haben wir halt trotzdem gemacht. Und ich bin früher schon Motorrad gefahren. Okay. Und ja, alles, was Motoren hat, das finde ich einfach cool. Und da gibt's halt mal eine Böcke-Tour oder eine Rollertour oder mal Jetski. Das finde ich einfach cool. Also ein bisschen Action gehört dann auch im Urlaub mal ein Auf bisschen mit jeden dazu. Fall, auf Ja, jeden Fall. sehr gut, sehr gut. Ja, viele meiner Zuschauer kennen dich vielleicht auch noch aus immer wieder sonntags, da hast ja du auch vor, na, jetzt muss ich bloß schnell rechnen, 3, 4 Jahren, wie lange ist schon wieder zurück, teilgenommen? 2018 war es. 2018, genau. War Ja, und heute bist du ja wirklich noch viel jünger fast, ne? Mehr oder weniger. ja. Also gut gehalten, sagen wir so. Ja, Danke, da danke. hast teilgenommen, da hast auch mal eine Runde reinschnuppern dürfen. Ja. Jetzt im Nachhinein. Was hat's gebracht? Hat's was gebracht? Erste Fernseherfahrungen gesammelt, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Also die Erfahrung war super, weil das war so ziemlich der erste Fernsehauftritt, glaube ich. War immer wieder sonntags. Und ja, das war echt cool, hinter den Kulissen mal zu sein, wie das so abgeht, weil ich kenne es nur vom Sofa aus oder habe es nur vom Sofa aus gekannt und da selber mal hinter den Kulissen und dann auf der Bühne stehen zu dürfen, das war ein mega Erlebnis und ich hoffe, dass ich irgendwann wieder mal zu Gast sein darf und ja, freue mich drauf. Richtig, genau. Nee, also da kann man nur die Daumen drücken. Genau. Jetzt mit 2 Singles hast du jetzt dieses Jahr schon veröffentlicht. Wie sieht es weiterhin aus? Was ist geplant? Gibt es noch ein Longplay, ein Album? Ist da was in Planung? Wir sind dran, wir sind dran. Es geht halt bei mir leider ein bisschen länger, weil ich das selber alles finanziere und keine riesen Plattenfirma im Hintergrund habe. Aber wir sind dran und wann genau, weiß ich leider noch nicht, aber ich denke, nächstes Jahr sollte da was kommen. Wir sind dran. Ja, dann muss man halt einfach auch die neuen Medien nutzen und ich glaube, da bist du auch ganz gut dabei. Da braucht man jetzt nicht immer unbedingt den Longplay, sage ich mal. Man kann auch wirklich mit einzelnen Stücken da ganz gut vorankommen heutzutage, ne? Ja, ich denke, jetzt die letzten beiden Lieder sind jetzt sehr gut mal angekommen, haben beim Publikum auch sehr guten Anklang gefunden, speziell auch bei meinen Kollegen, die finden das auch sehr cool und ist natürlich schön zu sehen, dass auch die Kollegen langsam auf die Seite kommen und die Konzerte besuchen. Das ist natürlich super. Das ist doch auch hervorragend, genau, wenn man da einen kollegialen Austausch dann auch hat. Du sagst, du schreibst oder produzierst dich sozusagen selbst, auch schreiben selber oder wie, wer unterstützt dich noch dabei? Nee, also ich schreibe und komponiere eigentlich meine Lieder alle selber, weil mir ist es extrem wichtig, einfach authentisch zu sein. Und ich bin total schlecht darin, wenn du mir jetzt sagst, schreib was über die Berge und die Sonne scheint so schön. Das kann ich überhaupt nicht. Also ich muss echt was erleben oder aus meinem Freundeskreis oder irgendwie. Und ja, so entstehen eigentlich meine Lieder. Und jedes Lied, das ich schreibe, das ist wirklich so passiert. Oder ist irgendwo im Grundstein, ja, so passiert. Und logisch schmückt man das dann ein bisschen aus.
Aber das Grundgerüst ist eigentlich immer eine wahre Geschichte. Und dann eher die Geschichte und die Musik hinterher oder beides gleichzeitig? Gehst du an die Sache ran? Eigentlich gleichzeitig. Also wenn ich den Text habe, habe ich eigentlich gleich die Musik dazu. Und geht mir nicht immer so einfach, aber es kommt immer wieder so flashmäßig. Und dann schreibe ich mir einfach jedes Mal was auf und dann kommt es meistens recht gut. Sehr schön, sehr schön. Da, gut, dann sind wir schon mal gespannt auf mehr von Sven Tangel. Genau. Du bist zu Hause ja in der Schweiz, im Zürcher, wenn ich es jetzt gerade vorhin nochmal richtig gelesen habe, Zürcher Oberland, ist das richtig? Genau, das ist richtig. Aber hast eigentlich Wurzeln nach Tirol, gell? Korrekt, ja, man hört es im Dialekt. Also zur Hälfte bin ich Tiroler, zur Hälfte bin ich Schweizer und bin ganz zufrieden mit der Mischung. Was kannst du denn jetzt mehr? Mehr Tirolerisch oder Schweizerdeutsch? Boah, das Mittlerweile. ist ziemlich gleich. Also aufgrund dessen, dass ich in der Schweiz lebe, rede ich halt viel Schweizerdeutsch, also eigentlich täglich. Aber ist dann immer wieder schön, wenn man nach Tirol geht und man sich auch mit denen verständigen kann. Und ja, ist nicht schlecht, dass ich das auch kann. Ja, natürlich, klar. Und Dialekt, sage ich mal, ist überall in jeder Region natürlich kürzt dazu und klingt auch immer entsprechend authentisch dann, ganz genau. Beruflich machst du auch noch einen anständigen Beruf, oder? Ja, genau. ja, ich bin noch Kundendienstberater bei Volvo und ja, das mache ich jetzt seit fast 2 Jahren, also eineinhalb. Ja, und bin Gott froh drum in der jetzigen Zeit, ehrlich gesagt. Das Das glaube erste Mal, wo, dass ich nicht zu 100% also Musiker bin. Aber ist natürlich nach wie vor das Ziel. Und ich hoffe, dass es bald wieder normaler weitergeht. Ja, das wünscht man natürlich allen Musikern, allen, die irgendwie mit der Unterhaltungsbranche zu tun haben, ist es natürlich extrem schwierig geworden, das ist ganz klar. Also, wie gesagt, bei euch gibt es jetzt einen kleinen Lichtblick, bei uns ja zum Teil auch, aber immer doch noch mit entsprechend wenig Publikum. Ja, muss man jetzt einfach mal abwarten, wie es weiterhin vorangeht, die nächsten Mo Wochen und Monate, muss man sagen schon, ne? Ja, so ist es, so ist es. Abwarten, Tee trinken und den Kopf nicht in den Sand stecken. Ganz genau, ganz genau. Ja, die Aktion, was wir jetzt da neulich gemacht haben, hier mit unserem kleinen EM-Geflüster in der Form, das wollen wir ja irgendwo beibehalten. Ich denke mal, wenn jetzt der Urlaub so langsam wieder rum ist, wenn wir wieder alle zusammen sind, dann holen wir auch den Kollegen Manuel Spitzer wieder dazu und dann machen wir mal so eine schöne kleine Runde. Also da gibt es dann für unsere Zuschauer doch schon mal einen kleinen Vorausblick, was wir so in nächster Zeit planen und machen. Bin ich Klingt sofort dabei. sehr Sehr gut, gerne. das klingt doch sehr gut. Da nutzen wir einfach die neuen Medien und schauen mal, was uns da dazu so noch einfällt. Ganz genau. Ja, Auftritte sind jetzt noch ein paar bekannt, wo man dich in nächster Zeit sehen kann. Wie schaut es denn aus? Also wenn alles gut geht, haben wir jetzt bis Ende Jahr ungefähr 7 Stück. Wenn alles gut geht, aber wir nehmen es echt vorzu, weil das kann heute so sein, morgen schon wieder so. Und ich bin um jede Anfrage froh. Und ja, bin auch ziemlich flexibel. Und ja, hoffe, wir können wieder gemeinsam feiern und dass wenigstens diese, die wir jetzt können, dass wir die durchführen können. Und man muss sich halt einfach anders organisieren. Aber irgendwie geht's schon. Irgendwie geht's schon. Irgendwie geht's schon, ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, wir hören und sehen dich ja jetzt regelmäßiger bei Promi-Geflüster. Das ist mal schon so gut wie sicher.
Vielen Dank. Aber wie es jetzt musikalisch klingt, da würde ich sagen, da hast du eine kleine Kostprobe uns mitgebracht, oder? So, liebe Freunde, jetzt spiele ich speziell für euch einen kleinen Ausschnitt aus meinem aktuellen Titel. Ja, dann geh doch. Viel Vergnügen. Das komplette Lied ist natürlich auf allen Download-Portalen erhältlich, sowie auf YouTube ersichtlich. Klickt euch unbedingt rein. Tolle eigene Nummer von dir, oder? Genau. Ja, sehr schön. Also, wie gesagt, wenn man Sven hören will, dann ja, einfach bei einem Konzert vorbeischauen. Und wenn man noch mehr wissen möchte, jetzt nochmal, wo findet man dich? Social Medias, Homepage etc. Bin überall vertreten, also Homepage sventangel.ch, Instagram, Facebook, YouTube, überall vertreten. Dürft mir gerne folgen und dann verpasst ihr eigentlich nichts mehr. Seid immer auf dem neuesten Stand. Genau, so soll es sein. Und natürlich auch bei Promigeflüster. Da gibt es Auf natürlich jeden auch Fall, auf alle jeden Informationen Fall. Promigeflüster. rund um Musik und ja, Unterhaltung. Ganz genau. Also, dann sage ich herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast. Danke auch. Und wünsche den Zuschauern natürlich auch noch alles Gute und auch denen danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Ausgabe. Herzlichen Dank, bleib gesund. Servus.